Ach, Mirko Reichert, entschuldige bitte, Mirko, wir hatten uns gestern noch lange unterhalten, aber ich bin ja so ein bisschen am Rödeln und so weiter. Mirko, du bist auch ein Versorger der Nation. Bist du glücklich mit deinem Job? Ja. Dann sag das den Leuten. Hallo, die meisten kennen mich wahrscheinlich nicht, einige vielleicht schon aus Facebook und Ähnlichem. Ich hatte mir mal die Flagge vorgehalten, die verstorbenen Fahrer an die zu erinnern, die auf der Straße geblieben sind, die ihr Leben gelassen haben, um dieses Land am Laufen zu halten, alias Geistertruck. Jetzt müssen wir darum kämpfen, dass die Fahrer, die jetzt noch aktiv sind, überhaupt noch arbeiten können. Ich komme aus der Firma Kubo. Bei uns auf den LKW steht: Befüttern, bewegen, begeistern. Wir befüttern verschiedenste Güter in Deutschland und außerhalb von Deutschland. Wir bewegen ein Stück der Welt, wir bewegen fast ganz Deutschland damit und tun dies mit Begeisterung. Das können wir aber nicht mehr lange tun, solange diese Politik nicht einlenkt und uns eine Stimme gibt, solange diese Politik uns nicht zuhört. Ich habe ein paar Zahlen von meinem Chef mitbekommen. Falls ihr Leute sind, ihr Fahrer und Spediteure, ihr wisst es selber, aber falls ihr normale Verbraucher sind, falls hier Leute sind, die nicht wissen, was so ein Transport kostet. Im Jahr 2023 hat mein Chef, kleines mittelständisches Unternehmen mit 75 Zugmaschinen, 1.200.000 Euro Maut bezahlt in einem Jahr. Dies wird dieses Jahr 1,9 Millionen Euro betragen. Eine einzige Spedition mit 75 Zugmaschinen. Ein Fahrzeug hat sonst gekostet 98.000 Euro, was eine Stange Geld ist. Dies wird dieses Jahr kosten 145.000 Euro. Das ist nur die Zugmaschine. 29.000 Euro kostet ein Auflieger im letzten Jahr, inzwischen 38.000 Euro. Zinsen für die Finanzierung von den Fahrzeugen, weil kein Spediteur sich das Geld einfach aus dem Ärmel schütteln kann, wie auch, wenn wir geschröpft werden. Die Zinsen im letzten Jahr 1,5%, dieses Jahr 6,5%. Preise für Reifen, Öle, AdBlue um 100% gestiegen. All das wird noch mit einer Gängelung über die Maut aus uns herausgepresst. Für einen angeblichen Anstieg vom Bahnverkehr. Und dann wird diese Woche bekannt gegeben, dass diese Bundesregierung die Bahn nicht mehr mit 300 Millionen Euro unterstützen wollen. 300 Millionen Euro werden der Bahn als Subvention gestrichen. Wo bitte hin geht unser Geld dann? Es geht genauso weiter mit diesen ganzen osteuropäischen Speditionen. Ich bin im nationalen Fernverkehr unterwegs und beliefere Privatkunden. Ich habe jeden Tag mit engen Situationen in Wohngebieten, kleinen Dörfern, Großstädten in Berlin und ich bin sehr gerne in Berlin. Ich liebe es, in Berlin auszuliefern. Die Berliner sind ein klasse Volk. Die sind nett, freundlich. Ich würde immer freundlich empfangen, egal wo. Ich beliefere Privatkunden. Und dann frage ich mich, wie es sein kann, dass in Solingen, in einem kleinen Ort bei Solingen, wieder eine osteuropäische Spedition über eine 12-Tonnen-Brücke fahren kann mit einem 40-Tonner. Wie sie wieder in einen Ort fahren kann, wo der für ab 12 Tonnen bzw. ab einer Länge 7 Meter gesperrt ist. Wieso die da reinfahren können? Das sind keine deutschen Fahrer, das sind osteuropäische Fahrer, die dieses Speditionsgewerbe unterwandern. Wann werden hier Kontrollen eingeführt, um dieses Kabotagegesetz zu ändern, um dieses Kabotagegesetz einzuhalten? Ich will jetzt nicht die komplette Polizei oder BALM oder BAG, wie sie jetzt auch heißen, zu nahe treten. Aber warum werden bei LKW-Kontrollen, warum wird da mehr Wert draufgelegt, ob ein LKW 5 Lampen mehr hat, ob er irgendwelche Anbauteile zu viel hat? Warum wird sowas härter bestraft wie
Kabotagegesetz. Warum wird nicht mehr auf Kabotage geachtet, auf Lenk- und Ruhezeiten von den Osteuropäern? Warum wird nicht kontrolliert, ob die Tachografen manipuliert sind? Wir lieben unseren Beruf, ich liebe meinen Beruf. Und das kann die Polizei jetzt auch gerne hören. Ich habe meinen LKW umgebaut und der ist nicht TÜV-gerecht. Das ist mir aber scheißegal, weil ich liebe meinen Beruf. Ich habe einen Chef, der steht zu 150-200% hinter mir. Der steht hinter seinen Fahrern. Genauso stehe ich hinter ihm. So, er ermöglicht mir dieses, mir meinen Arbeitsplatz so schön wie möglich zu gestalten. Warum ist das schlimmer wie Menschen, die andere Menschen gefährden? Nein, 5 Lämmchen zu viel sind schlimmer wie ein alkoholisierter, ein übermüdeter osteuropäischer Fahrer. Ich danke auf jeden Fall der BVL Pro, dass sie uns Fahrern eine Stimme gibt, dass sie da ist für uns, dass sie das alles hier ermöglicht hat. Wenn wir überlegen, hier stehen, ich würde sagen, 2.000 bis 3.000 LKWs, egal was die Medien oder irgendjemand was anderes sagt, hier stehen 2.000 bis 3.000 LKWs. Viele sind noch am Rankommen, viele sind noch nicht mal da. So, das sind 2.000 bis 3.000 LKWs, die gerade fehlen, um dieses Land am Laufen zu halten. Also wisst ihr doch, wie viele da draußen für uns noch unterwegs sind. Wie lange wollen wir unseren Job noch machen bei diesen Bedingungen? Wie lange wollen wir unseren Beruf noch mit Leidenschaft ausführen, bevor irgendwelche osteuropäischen Firmen hier reinkommen? Irgendwelche Fahrer, die einfach, es sind arme Schweine selber, das müssen wir eingestehen. Die Fahrer selber können nichts dafür, sie wollen Geld verdienen. Alles gut und schön, aber wenn wir überlegen, wie sie teilweise Raststätten hinterlassen, Autohöfe, wie es in den Toiletten teilweise aussieht, weil sie zu Hause anscheinend selber so herrschen, wo wir uns frühst die Zähne putzen sollen. Wann wird die Regierung wach? Wann wird die Polizei, die BAG und die BALM wach, dass sie da Kontrollen einführen? Das kann die Polizei gerne tun, ist mir scheißegal. Ich liebe meinen Beruf und ich habe eine Redefreiheit in Deutschland. Ich finde es auch traurig, dass wir direkt neben dem Bundestag stehen. Unsere ganzen Abgeordneten, unser Bundeskanzler jetzt lieber in München ist und irgendwo sich mit dem Flugzeug rumfliegen lässt, anstatt hier zu sein und die Leuten zuzuhören, die dieses Land am Leben halten, die Bauern, die das Land versorgen. Warum ist er nicht hier? Warum hört er uns nicht zu? Alte Bundeskanzler hätten auf gut Deutsch die Eier in der Hose gehabt und wären hier aufgetaucht und hätten das Gespräch gesucht. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nicht politisch werden, aber unser Olaf hat vergessen, wer wir sind. Das müssen wir ihm ins Gedächtnis rufen. Und das werden wir so lange tun, bis wir Gehör erhalten, bis diese Maut zurückgenommen oder an den richtigen Punkten ankommt. Unsere Spedition liefert viel ins Ruhrgebiet. Eine Hauptschlagader für unsere Spedition ist die A45. Lüdenscheider Brücke, vielen bekannt. Wo ist das Geld denn? Wieso wird ein Verkehrsminister von NRW nicht zur Rechenschaft gezogen, dass er diese Brücke, er hat es gewusst, dass sie marode ist, sie wurde nicht saniert, jetzt ist sie gesperrt. Die Anwohner von Lüdenscheid müssen ertragen, dass LKWs da durchfahren, obwohl sie es gar nicht dürfen. Woher kommen sie wohl? Spediteure aus dem Umland, die da runter müssen, müssen Umwege in Kauf nehmen. Mehr Kosten, die sie selber tragen. Mein Chef hat mir selber gesagt, er muss dieses Jahr ca. 500.000 Euro Maut selber tragen, die er nicht an den Verbraucher weitergeben kann. Wer soll sich das noch leisten können? Und solange nicht jemand hierher kommt von der Regierung und von der Politik, werden wir wiederkommen und werden immer wieder weitermachen, bis sie uns endlich zuhören.
oder endlich jemand die Vertrauensfrage stellt, weil so kann es nicht weitergehen. Und wenn der junge Mann, der vorhin hier von der CDU, CSU gesprochen hat, mir jetzt zugehört hat, weiß er, was er zu tun hat. Die ganzen anderen Parteien wissen, was sie zu tun haben. Steht hinter euch, steht hinter uns, steht hinter den Bauern, steht hinter dem Volk und stellt die Vertrauensfrage. Vielen Dank, Mirko Reichert, er ist Fahrer. Und das ganz Spannende ist,